Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Pango Boss Let's Play. Jo, Fledermäuse, bitte nicht diesen Schulker-Boss holen. Dankeschön. Wir müssen eine Diamantspitzhacke machen wegen dem Obsidian. Und ja, noch einen Lavasee oder Obsidian-Vorkommen finden. Jo. Ja, wir haben im letzten Part ein paar Sachen, coole Sachen gefunden. Unter anderem so ein Spinnenbiom aus Biome So Plenty. Und eben so diese riesen Schluchten. Jo. Ein ganz schlimmes Spawner, was war es? Krabbenspawner, genau. Mit vielen Krabben. Jo. die anderen Sachen lasse ich hier, genau. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Naja, eine andere Spitzhacke machen, genau. Haben wir noch genügend? Machen wir zwei andere Spitzhacken. So. Gut. Ja, nicht vergessen, wir wollen ja nicht die Diamantspitzhacke schon kaputt machen. Sondern noch ein bisschen warten. Also auf dieser Seite hat es vielleicht noch einen Lavasee. Aber es ist nicht so auf der Map sichtbar. Also hier unten könnte irgendwo ein Lavasee sein. Irgendwo da oben. Gehen wir mal nach oben. Und nicht gleich reinbuddeln. Ist auch kein Lavasee, ist nur so Lava. Es sind überall diese Kristalle, die möchte ich gerne farmen. Aber Platz ist schwer. Wir müssen nach Hause und ein Backpack machen. Wir haben Kühe, aber wir haben noch zu wenig Leder. Naja, also gehen wir mal in die Richtung. Ja. Immer schön ausleuchten. Es könnte ja etwas passieren. Also nach unten möchte ich jetzt nicht. Da gibt es viele Skelette. Wir sind doch auf der anderen Seite wieder ein bisschen durchgehen oder hier runter. Nö. Können wir hier runter? Auch nicht. Hier gibt es noch dichtes Eisenerz, aber das ist jetzt gerade egal. Ja. Gehen wir einfach mal hier runter und schauen, dass wir da hier einen ist hier. Das reicht, glaube ich, nicht aus. Zum Beispiel mal hier durch. Vielleicht finden wir hier ja endlich einen Lavasee. Wir müssen sowieso tiefer. Aber hier ist auch wieder Schulker. Oh. Wie heißt das Biome schon wieder? Deep Dark, ja. Tiefes Dunkel. Das könnte gefährlich sein. Ich traue mich einfach noch nicht. Ah, hier hat es noch die anderen Büsche, Kupfer. Unbedingt ein, zwei mitnehmen. Ich hoffe, die kann man gut anpflanzen. Ja, sind fünf Stück. Oh. Oh, hey. Ich schlag einfach drüber. Oh. Jo. Überall Lava, aber kein Lavasee. Kein Obsidian. Nirgendwo zu sehen. Oh, hier hat es wieder Diamanten. Ui. Und das ist Basalt. Also hier könnte man auch noch... Ja, das muss ich auch markieren. Boah, wie geil. Das ist ja mal geil. Viele Diamanten. Jo, hier lohnt sich's. Aber hier gibt es keine Diamanten mehr auf der Seite. Also schräg oder so. Nö. Hat sich abgelohnt. Waren, also 10 Stück haben jetzt, oh, waren glaube ich 5 Stück. Hier unten, komm schon, beim Internet, nein, das ist, was ist das? Runic Deep Slate. So, das möchte ich eigentlich mitnehmen. Okay, dann, was haben wir hier am Amethyst. So, Amethyst. Die Fist von der Amme. Oh nein, Baby Creeper.
Das ist so geil, ey. Ich liebe dieses Moped. Einfach nur durch ein paar Mods ist es schon so geil. Schon wieder da Deep Slate. Nicht Deep Slate. Sag schon. Skulk. Manu, ich möchte doch nur diese Azalee-Biome. Okay, aber Diamanten möchte ich mitnehmen da oben. Ich riskiere es mal. Oh. So nicht. Das sind ja mega viele. Da gibt es, glaube ich, immer zwei raus. So. Okay, und nicht angeschlagen. Weil, boah, 19 durch diese vier. Ja, es waren vier. Tuffstein. Nichts Neues. Ja, geil, diese Abenteuer, aber sterben möchte ich nicht. So, wieder ein Level up. Ich glaube, ich gehe nochmals in Vitalität. Zwar, es bringt nicht so viel, wenn man die Herzcontainer hat. Aber es muss doch irgendwie etwas nützen, oder? Uranium Ore Berry. Es gibt sogar Uranium. Bären. Schau, ja doch, wir haben zwei wenigstens. Silberohr, Tiefen, Schief, Uranerz. Okay. Geil. Was ist das? Ist das ein Spawner? Also unten drunter ist ein Spawner scheinbar. Da ist ein Spawner. Und das ist ein Leitstein. Der sieht so aus, okay. Also unbedingt mal schauen. Das ist ein Wüstenzombie. Möchte aber die Kiste mitnehmen. Also Wüstenzombie zum Farmen bringt ja nicht so viel. Weg damit. Dafür haben wir einen Spawner bekommen. Der Schrott brauche ich alles nicht. Oh, nochmals ein Diamant. TNT. Leinbälle sind wichtig. So. Eine Leine ist wichtig. Alles andere. Gold ist doch in Minecraft nichts mehr wert. Scheinbar. Was ist das hier? Babyskeletten. Boah, was ist. Der hat einen Hut aufgehabt. War so ein Schock. Creeper. Block of Raw Silber, okay. Es gibt ja auch im Hauptspiel solche rohe Sachen, Gold und so. Petrified Root. Für was ist es? Ich lasse es mal da, bis ich weiß, was es macht. Und das ist ein. Den habe ich schon mal gesehen. Was, Ezra oder so etwas? Oh. Ganz viele Diamanten. Oh ja, ich bin reich. Schön, nochmals Rohr Silber. Jo, ist wieder ein Wissen. Ah, da ist drunter auch nochmal eine. Wo sind eigentlich die Räume? Ich habe einen Raum gefunden. Also den lasse ich hier. Wüsten. Vielleicht kann ich den irgendwie auch versetzen, oder? Ich will so einen Spawner dann in der Falle haben. Das ist die Loot-Chest gewesen. Hier haben wir noch Raw Gold. Und hier? Ganz komisches Zeugs. Es gibt so viele verschiedene Erze, ich könnte niemals alle mitnehmen. Ja, ich habe gar keinen Block da. So, hier waren wir noch nicht, aber hier möchte ich gar nicht durch. Ich möchte eigentlich zu dieser Lava dort. Also, in diese. Also das ist die Lava, die wir schon entdeckt haben. Nochmals auf die Map schauen. Ich möchte dort hinten durch. Dann müssen wir in die Gegend. Ja, müssen wir uns dann ein bisschen durchgraben.
Tut mir leid, dass ich da nicht so durchkomme. Aber ich möchte nicht diesen blöden Boss triggern. Mit diesem dummen. Ich weiß nicht, was die Entwickler da geraucht haben. Also schon als extra Herausforderung für Leute, die ganz genau wissen, wie sie das Spiel spielen. Aber für so einen Laien, also einer, der halt immer wieder große Pausen macht und eigentlich auch nichts lehrt, weil ich nicht Videos schauen kann. Also ich habe einfach zu wenig Zeit dafür und kann mir die Sachen eigentlich so gut merken. Dann auch, damit ich natürlich mehr Spaß habe beim Zocken für euch. Dass ich länger an den Welten dranbleiben kann, dass ich nicht alles durchrushe. Und so Sachen. Also, mir muss es hier Spaß machen. Ich möchte ja auch ein bisschen Rollenspiel machen und nicht einfach sagen, ja, das weiß der Rollenspieler, das ist ja kein Problem. Dafür hat man ja noch ein Leben außerhalb vom Spiel, oder? Nee, so ist es nicht. Ich muss alles selber rausfinden. Und jo, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. So. Aber jetzt möchte ich so langsam Magie lernen. Dafür muss ich ein bisschen mehr machen. Mehr ausprobieren. Bisschen Erz. Also Erz brauche ich sicher. Ich weiß nicht, ob ich so eine Spitzhacke mal wegwerfen soll. Ich esse mal Tomaten. Und da müssen wir unbedingt nach oben, wenn wir Obsidian haben. Ob ich jetzt genügend habe, weiß ich nicht. Ich glaube, Fäden brauchen wir, Bruchstein brauchen wir nicht. Gut. So, nochmals Tuch rein. Was ist das? Arkankristall. So, jetzt sind wir dann bald in einer Höhle vor dem Lavasee. Der Lavasee ist aber ein bisschen wieder weggegangen, weil wir ein bisschen runtergingen. Wahrscheinlich. Okay. Also ich habe ein bisschen nachgeschaut, was man so craften kann. Und ein paar Sachen, die kenne ich. Vor allem so Iron Chest und Connected Glass. Ich möchte unbedingt etwas mit viel Glas machen und da ist Connected Glass natürlich wunderbar. Eventuell den Boden. Ich weiß nicht, auf Glas können, glaube ich, gar keine Monster spawnen. Das ist nämlich optimal, um ein bisschen runterzuschauen. Und ich tue eventuell in der Luft eine Stadt bauen. Ich habe da schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Also ein paar Sachen gehen einfach nicht gut. Und das ist zum Beispiel so ein Western-Biom mit ganz viel, sag schon, Ton einfach, also ja, Keramik. Da haben wir einfach viel zu wenig Keramikblöcke noch. Also da kann man einfach nicht gut farmen. Eine Wüstenstadt würde ich auch nicht gerne machen, weil wir Sandbiome einfach nicht so haben. Wahrscheinlich eine Dschungelstadt, also eine Baumhausstadt. Das würde ich gerne beim Vulkan machen, aber dafür brauche ich zuerst mal sehr viel ja, Stein zum Beispiel oder Holz. Ich würde gerne, weil ich ja auch gemacht habe, dass wir nicht Feuerausbreitung haben, könnten wir das machen eventuell, dass wir einfach so ein bisschen, ja, manchmal Holz, ein bisschen Vulkanstein oder so verwenden, ein bisschen Glas natürlich und so weiter. Ich möchte jetzt nach oben. Ich möchte hier in diese Höhle kommen. Das ist eine richtig tolle fliegende Stadt ist mit so ja, Tropfstein, also ganze Segmentstein, wie sagen wir denn? Einfach diese Steinsäulen halt. Das Vulkanstein und so nehmen. Wenn wir Vulkane finden, noch mehr. Ich will ja nicht die Vulkane hier in der Nähe kaputt machen. Sieht man das auf der Minimap? Oh, ich bin so weit im Norden jetzt. Also da unten sind ja Vulkane. Da möchte ich eigentlich hier die Stadt haben. Hier. Und
hier wohnen wir, dann machen wir einfach so eine fliegende Plattform hier hin. So fliegend eben nicht, aber mit Säulen. Und dann überall Türme und jeder Turm hat dann eine andere Farbe, Material und so weiter. So, hier ist wieder keine Höhle. Jetzt bin ich aber schon fast ein bisschen zu weit oben. Der Lava ist jetzt nicht mehr so sichtbar. Aber das ist blöde, wenn hier Platinum ist. Das kann man nicht so gut abbauen. Ja, Platinium ist natürlich auch wieder so ein Edelmetall. Wer kennt es nicht? Da drüben ist aber auch noch ein Lavasee. Soll ich lieber dorthin? Cave Layers. Jetzt kann ich aber nicht mehr so schauen. Weiß nicht, wie ich wieder in die Höhlen an sich komme. Jetzt ist da nicht eine Höhle irgendwo? Da ist da. Ja, aber ich möchte die Höhle anzeigen, nicht anzeigen. Tut das noch rendern? Ja, hier wäre etwas Gutes. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Das da folgen. Okay, jetzt sehen wir aber das anders. Also hier ist auch Diebsle und da ist ein riesen Lavasee. Oh, soll ich einfach hier rüber? Ja. Also einfach noch ein bisschen die Richtung und dann nach rechts. Tiefenschiefer Golderz. Dann gehe ich einfach hier rechts. So. Aber wir müssen wirklich schauen, was wir aufsammeln. Solange wir nicht hunderte von Backpacks im Inventar haben. Und danach immer wieder switchen. Das ist natürlich schwer. Ich muss einfach immer wieder ein bisschen schauen. Ja, es geht dort ins Biom. Aber es ist wirklich überall dieses Deep Dark. Nickel Slate Ore. Das ist vielleicht etwas, was ein bisschen seltener ist. Der Tuffstein brauchen wir nicht. Okay. Interesting. Especially interesting. Lead, okay. Das ist, glaube ich, Blei. Er kennt sich aus mit dem englischen Wortsatz. Mit diesen komischen Ausdrücken. Diese englischen Abdrücke. Ja, ist schon cool, so ein Riesen-Modpack zu haben. Also ich habe gesehen, andere Modpacks haben zum Beispiel Trinken, Temperatur und so. Das ist mir alles viel zu viel Survival. Also es ist schon cool, Survival-Aspekte drin zu haben, aber die sollten nicht nerven, indem man einfach viel mehr Arbeit hat. Sondern es ist einfach wichtig, dass wir da schon ziemlich gut irgendwie Sachen machen können, ohne da die ganze Zeit survivalen zu müssen, höllisch aufpassen muss vor Monstern und so und zum Beispiel nicht regenerieren können und so. Und das ist einfach zu hardcore. Also das würde ich jetzt gerade im Moment noch nicht empfehlen für mich. Ich habe ja jetzt eben eine lange Zeit Pause gemacht und ich habe eigentlich eher normales Minecraft gespielt, da es ja manchmal abgestürzt ist. Oh, sind wir ein bisschen zu weit, okay. Wusste ich gar nicht. So, dann sehen wir eigentlich, ja, doch nicht so weit. Eigentlich hier. Jetzt müssen wir einfach nach oben und unten kommen. Also noch ein bisschen weiter. Und dann gehen wir auf die Seite hier hoch, so. Und dann sind wir hoffentlich dort. Ja, dieser tiefen schiefe Bruchstein. Oder einfach nur Stein. Silber. Also Silber nehme ich sicher mit. Dann wieder in die Richtung. Sollte eigentlich hier sein? Oder ist es weiter unten? Es ist J22, minus 22 meine ich. Okay. Das müsste eigentlich hier sein. Genau, okay, das ist vielleicht runter. Genau, die Seite runter.
verwehren, so eine Minimap. Aber gut. Es ist auch nicht so fest exakt. Es muss unten sein. Weil ich war ja dort mit dem Mauszeiger drauf. Und das heißt eigentlich, jo, es ist die Decke. Es scheint die Decke zu sein. Hä? Überall gibt es Erze. Ich will keine Erze. Ich will nur runter. Also nochmals. Wir sind ein bisschen zu hoch. Wir müssen halt in die Richtung. Okay, hat viel gebracht mit diesem Sand zum Gehen. Gravel umgehen. So, jetzt sind wir. Jetzt müssen wir in die Richtung gehen. Ah, jetzt endlich, aber es ist schon wieder. Schon wieder so ein Scheiß, was Lavafall. Es wird eigentlich fast nichts hier unten nach Lava sehen zu schauen. Ich will aber irgendwie zu einem großen Lavafall kommen. Also wisst ihr was, wir gehen jetzt mal hier durch. So, jetzt gehen wir einfach zu diesem großen Lavasee und schauen einfach, dass wir da nicht vom Boss geweckt werden. Ich weiß, es ist ein bisschen sehr mühsam. Es ist alles viel schwieriger gemacht zu finden worden. Und da müssen wir einfach durch. Wie das Gravel alles abgebaut. Ja, Gravel müssen wir dann auch irgendwann mal farmen. Stimmt. Haben wir jetzt. Ne. Wir haben zwei Scheren. Okay, habe ich die Schere da das letzte Mal gar nicht gesehen. Und eine neue gemacht. Aber ist gut. Ist schon okay. In der Schnelligkeit, in der hast. So, wir sind gleich dort und dann gehen wir direkt nach oben. Ich möchte ja wieder an die Oberfläche. So. Aber es ist schon hardcore, wie selten manche Erz, also ja, spezielle Blöcke sind. Sand, Gravel ist ein bisschen häufiger, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber zum Beispiel Ton, oder? Oder Keramik, beide. Oh nein, der schlägt aus. Also er schlägt aus, aber irgendwie wird es mir nicht dunkel. Gottchen, ich bin hier runtergefallen. So ein Mist. Ich habe das gar nicht gesehen durch die dunklen Blöcke. Also ich muss einfach hoffen, dass der Schulker jetzt nicht kommt. Wenn wir uns hier durchgraben. Schulkerboss. Ist natürlich schon hardcore schwer und der könnte uns, also er könnte zu uns teleportieren, glaube ich. Irgendwie so etwas. Ich habe den echt nicht viel gesehen. Das haben immer andere gemacht, weil die viel schneller, viel weiter waren auf den Servern. So, noch ein bisschen. So habe ich eigentlich jetzt eine andere Spitzhacke in der Hand. Ach, der wurde umequipped. Die werden automatisch umequipped, wenn sie kaputt sind. Okay, klar. Aber die Spitzhacke nicht kaputt machen. Ja, okay, es ist eigentlich egal. Wir reparieren sie ja sowieso nicht mehr. Jetzt sind wir so weit runtergefallen. Und können nicht Leben regenerieren oder nicht gut. Es geht. Okay. Okay, jetzt sind wir gleich da. Gut war dieses Schulkergebiet. Also scheinbar müssen mehrmals diese Schulker angehen und sie mit einem anderen, mit so einem Signalgeber verbunden sein.
Und irgendwie gibt es diese Signalgeber-Teile gar nicht hier, oder? Weil es ja auch keine End-City ist. So, sind wir jetzt endlich hier? Ist hier irgendwo Lava? Hier nicht, okay. Muss irgendwie runterkommen. Ja, es ist gerade ein bisschen mühsam. Ich habe fast den ganzen Part gebraucht, um irgendwo Lavasee zu finden. Und jetzt haben wir ihn endlich, aber ist immer noch hier. Also wir müssen sicher wieder nach oben, habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir einfach uns mal noch einen Überblick machen. Wo? Das cooles Abenteuer. Block of Law Lead, okay. Können wir die eigentlich mitnehmen hier? Was ist Blort? Okay. Ja, ist gut. Ich glaube, das mit dem Ding ist hier oben drüber. Okay, lässt sich gerade. Oh nein, wir haben. Okay, es ist eine Art Schutz scheinbar. Gut. Jetzt muss ich aber unbedingt noch mal das Holz haben. Ich habe gar nicht aufgepasst. Eisen haben wir auch nicht mehr. Ich könnte schon Diamanten langsam benutzen. Wir nehmen einfach die Diamantspitzhacke. So. Geht ja auch ein bisschen schneller. Nur eben, sie ist so schnell kaputt sonst. Okay, da ist so ein Schulkding. Dann müssen wir auf der Seite. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig schnell. Am Wackeln. Also diese Fledermäuse könnten uns noch töten, wenn wir nicht aufpassen. Also gehen wir kurz hier durch. So, was ist das hier? Fluoriderz. Ja, etwas für die Zähne. Manche sagen auch etwas gegen die Zähne. Es ist so ein bisschen Mischmasch, also bewiesen. Also, ich kann dazu nichts sagen, aber. Fluorid, jo. Macht vielleicht empfindliche Zähne oder tut sie einfach das Zahnfleisch, diese Schicht, Dingschicht. Zahnschmelzschicht, genau, zerstören. Was ist das? War wieder so ein. Okay, den Geist haben wir getötet. Ach, sag schon. Zune. Mann, wieso ist das so nervig? Viele hier. Okay, wir müssen hier runter. Ja, genau so. Kann er nicht angreifen. Also er ist einfach. Er hat einfach viel Leben, aber scheinbar nicht so stark. Habe ich gesehen. 2 Schaden vielleicht gemacht oder so. Ich habe es nicht gesehen, wie viele Herzen ich hatte. Aber ich habe scheinbar gelbe Herzen. Ein gelbes Herz. Kann das sein? Schon wieder so ein Teil. Okay, das ist nicht gut. Muss weg. Also ich kann jetzt hier auch nicht durch, dann muss ich weiter oben durch, weil einmal wurde es jetzt dunkel. Wenn es jetzt mehrmals passiert, dass es dunkel ist, glaube ich 3-mal, dann kommt er. Also deshalb müssen wir so weit um den Lavasee, bis keiner mehr dort ist. So ein Schulk Sensor. Und da sind jetzt einfach blöde Gegner da gewesen, den er ausgelöst hat, oder ich vielleicht auch. Ist nicht so gut. So, langsam sind wir oberhalb vom. Aber noch ein bisschen zu nah am Schulksensor. Doch noch ein bisschen weiter nach oben. Es ist sehr. Also, richtig. Ich hab einfach nur scheiße Angst. Kann ich nicht anders sagen. Ich will nicht den schon beschwören. Der wird uns sowas von finden. Weil wir natürlich immer wieder durchgraben müssen. Also, so wie es aussieht, wird er immer wieder ausgelöst. Aber nicht. Er wird hier immer noch ausgelöst.
Also es wird dunkel, aber... Also jetzt ist zweimal dunkel, jetzt kommt er dann bei. Also eventuell schaffen wir das nicht ganz so weit. Eventuell ist nämlich hier auf dieser Seite auch noch eine und dann haben wir 3 von 3. Hier wird aber auch irgendwas ausgelöst. Ich sehe doch die Streifen manchmal. Oh je. Was ist dieses Blaue dort? Ist das... Man sieht es auf der Minimap gar nicht. Das ist einfach Wasser. Nee, es ist ein bisschen näher. Also Katalysator heißen die. Aber da ist auch noch einer. Ich tue jetzt schleichen und dann gehen wir sofort raus. Da ist ein Katalysator. Und da ist auch ein Katalysator. Ich muss den kaputt machen hier. Wenn es geht. Und dann keinen anderen aus. Kann ich den irgendwie besser abbauen? Nee. Okay. Der andere wurde nicht ausgelöst. Der auch nicht. Also scheinbar, wenn er weit genug weg ist, wird er nicht ausgelöst. Und wenn wir jetzt, wenn jetzt der Boss kommt, wir sterben, dann sterben wir einfach. Wir haben ja so gemacht, dass ich da noch ein bisschen flexibler sein kann. Nicht gerade so extremst demotiviert, dann irgendwo. Jo. Wieder spawne, oder? Weit weg. Und dann den Loot nicht finde. Weil es ist ja immer noch so, glaube ich, 8 oder 10 Minuten und dann sind die Items weg. Das kann ich natürlich in einem Let's Play auch nicht bringen. Da müsst ihr leider einen schauen, der natürlich Mega Survival liebt und da auch die Konsequenzen drunter. Ja. Haben will, aber ich möchte locker spielen. Ich möchte nicht extrem böse enden. Ich möchte ein paar Sachen einfach ein bisschen lockerer angehen. Dafür ein bisschen spannender, ein bisschen cooler. Jetzt muss ich schauen, dass da das Wasser in die richtige Richtung fließt. Okay, scheinbar fließt das schon noch in die richtige Richtung. Also wie viel Obsidian habe ich dann da unten? Kann ich sie wieder nicht mitnehmen. Also Nickel möchte ich mitnehmen. Ja, die Oreberry, genau. Wie viel habe ich jetzt? Hä? Hab ich immer noch nicht? Wo sind sie jetzt schon wieder? Nein, nicht die Oreberries. Wo ist das Obsidian? So viel Bruchsteinschiefer, was ich eigentlich nicht brauche. Und das Inventar nicht will. Oh, wer ist nicht? Wo ist jetzt das ganze Obsidian? Die glitschen die ganze Zeit irgendwo hin. Ich habe kein Obsidian mehr. Ist alles einfach verschwunden. Ah, wo ist jetzt das? Eigentlich das Holz. Nicht das Holz. Das Darkstone, cool. Ja, die glitschen immer irgendwo. Ich glaube, ich muss den Mod raushauen. Ah, die verschwinden so schnell. Wieso verschwinden die noch 4 Minuten oder so? Nein, nicht mal 4 Minuten. Also, ich muss das anders machen. Die verschwinden so extrem schnell. Kann man das nicht einstellen? Ist das der Physik-Mod, der die Items auf den Boden wirft? Das ist ein anderer Mod, hä? Mir doch einfach ein bisschen Obsidiane. Nein. Ist das hardcore schwer. Okay, ich glaube, ich farme hier noch 14. Und dann machen wir den nächsten Part dann. Wahrscheinlich oben. Ich werde nach oben dann mich graben. Und dann ist fertig.
So. Also, hier haben wir schon mal, also den Ding, jetzt muss ich da mal kurz schauen, dass ich da irgendwie Blöcke habe kurz. So, eigentlich wieder ein bisschen Blöcke. Dann mache ich hier so eine Festung. Jo, und baue das ab. Bis zum nächsten Part. Tschüss.